in der Glasmalerei unterscheidet sich von der normalen Malerei insofern, dass man alles umgekehrt machen muss. Man muss vom Vordergrund nach hinten malen. Zum Beispiel die feinen Sachen zuerst, die Details, und dann in den Hintergrund gehen. Bei normaler Leinwandmalerei ist das halt umgekehrt. Die Bilder mal mache ich ohne Rahmen, aber ich habe irgendwann mal vor, die Rahmen selbst zu machen. Der ganze Eindruck entsteht ja nicht nur durch das Bild allein. Der Rahmen hat auch eine große Bedeutung. So höre ich manchmal, ja, ich würde mir das Bild gern nehmen oder kaufen, aber der Rahmen passt nicht. Die Bauernstuben früher hatten einen Herrgottswinkel, der war oben unter der Decke und da hing meistens ein Kruzifix und auch Bilder, eben Hinterglasbilder. Und weil die Hinterglasbilder so farbstark waren, hat man die eben da hingehängt zum Kruzifix und anderen Bildern auch. Die Hinterglasbilder werden in mehreren Schichten gemalt. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, dass ich die ersten zwei Schichten in Acryl mal. Acryl ist mager. Und die dritte und vierte Schicht mache ich mit Öl den Hintergrund, weil die Ölfarbe doch die Wirkung stärker ist wie Acryl. Die Bilder haben ja unterschiedliche Abmessungen. Also die meisten sind 10x15, auch kleine Bilder 5x7 cm. Und jetzt hatte ich die Idee, auf Fensterrahmen zu malen. Die beiden Fenster nehme ich mit als Anschauungsmaterial, damit die Leute sehen können, wie ich die in Schichten gemalt habe. Es ist auch schon mal passiert, dass jemand dieses Bild mir abgekauft hat, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Eigentlich sind die unverkäuflich, aber einer wollte sie trotzdem haben, trotz Rahmen, und hat sie dann bei sich irgendwo aufgehängt, weil er so begeistert war. Trödelmarkt, der alle zwei Wochen stattfindet in der Martha-Gemeinde in Kreuzberg, und da wurde ich mal gefragt, ob ich da mitmachen könnte. Ich mache das gerne, weil ich da auch Kontakt zu den Leuten habe. Ich hatte mal bei einer Ausstellung mitgemacht mit 5 Künstlern, und da war so ein Fensterrahmenbild, da hatte ich Josef Beuys drauf gemalt, und bei dieser Ausstellung ist das einzige Bild, was verkauft wurde, und ich hatte das nur so als Füllbild mitgenommen, damit ich 4 Bilder ausstellen konnte. Und da war ich schon überrascht, wie gesagt, dass das einzige Bild war, das bei der ganzen Ausstellung verkauft wurde. Und so ist mir in mir die Idee geboren, das weiter zu verfolgen, die Fensterbilder zu malen, das als Malgrund zu nehmen. Ja.